So, hallo, ich begrüße euch zu entweder einem Einzelvideo oder einer kleinen Reihe. Ab heute gibt es Super Mario Bros. 35, also das Battle Royale von Super Mario Bros. Und ich habe es gerade runtergeladen und wir starten es jetzt einfach zusammen. Ich bin gespannt, wie es ist. Mikrofon zeigt's an, es schlägt aus, passt alles. Oh, tägliche Aufgaben gibt es, okay. Besiege 20 Gegner, nutze einmal das Item-Roulette, beende 30 Level. Also es gibt solche Achievement-Dinger, okay. Da gibt es dann Münzen. Ob die Münzen wichtig sind, werden wir noch sehen. 30 Level im 35-Spieler-Kampf, also es geht wirklich sehr weit. Gehen wir mal ganz kurz in die Optionen, gucken, was man machen kann. Nice! Beste Optionen ever. Rennen, springen, ja, das ist okay, damit kann ich leben. Was könnte man noch sonst machen? Ach so, ja, nee, das ist ja, wow. Und was kann ich hier? Ah, ja. Ja, ich denke, wir lassen das so. Das waren mega Optionen mal wieder. Level üben braucht man nicht, also gibt es nur, ach hier, 35 Spiel und Spezialkampf. Spezialkampf bis zum 5.10. Und man sieht jetzt, da gibt es Stufen. Symbol ändern. Ah, okay. Wahrscheinlich kann man Symbole dann mit Münzen oder so freischalten. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was. Also aktuell sehe ich nicht, was man mit Münzen anstellen kann. Gehen wir erstmal in den 35-Spieler-Kampf rein. Nein, wirklich. Wie dramatisch. Wähle eine. Le ah. Ach so, Bonus-Items. Okay. Wenn ich jetzt irgendein Item da drüben wählen will, dann könnte ich wahrscheinlich sagen, ich starte mit Pilz oder so. Und das kostet dann 20 Münzen. Okay, I see, I see, I see. Und aktuell kann ich sowieso nur dieses eine spielen, weil die anderen habe ich noch nicht. Okay, ich verstehe. Und je mehr man geschafft hat, desto mehr kriegt man wahrscheinlich hier freigeschaltet. Okay. Das ist ja dann schon mal mehr zu erreichen als bei Tetris 99. Nice. Ach so, das baut sich jetzt erst auf. Ich dachte, das sind alle schon. Wie lange sucht der so? Ne, 35 von 35. Es sind alle da, oder? Mach dich bereit. Ja, Tatsache. Okay, ich bin da drüben. Und es scheint also so zu sein, wenn man Gegner tötet, schickt man sie zu anderen Gegnern. Wenn man. Also, na, hier, zack. Und dann schicke ich die rüber. Das ist wie Tetris 99, wo man halt, wenn man reinschafft und so weiter. Und man kann oben bei dem R, kann man wohl auswählen, wie man das Ganze macht. Aber ich werde erstmal nur. Ah, guck mal, das wäre zum Beispiel ein Gegner, der kam von jemand anderem. Muss mir erstmal ein bisschen ausprobieren hier. Das heißt, man sieht die normalen Gegner, die werden standardmäßig hier. Und natürlich kann man schön Kombos dann machen, wahrscheinlich auch. Da stand jetzt Achtung, irgendwas passiert hier gleich. Aua. Ja, ich mach Quatsch, das passiert. Wo ist mein Stern? Hier ist doch ein Stern immer drin sonst. Nice. Okay, dann gehen wir jetzt mal ans Ende des Levels. Das sollte ja ausreichen, der Stern normalerweise. Ja, easy. Okay. Ah, es geht direkt weiter. Es ist gar nicht lange. Ach, guck mal, jetzt kommt man gar nicht in die Höhle. Normalerweise kommt man auch nicht in die Höhle. Ich komme einfach in eins. Ah, Mist. Ich komme einfach in 1-3. Okay. Das heißt, es ist zufällig, wo man hinkommt. Okay. 20 Gegner haben wir besiegt. Item-Roulette weiß ich. Ach so, das ist. Okay. Okay. Und dann gibt es neue Symbole, wenn man auf der Stufe aufsteigt. Und ich war 17. Okay. Gehen wir erstmal wieder ins Hauptmenü. Ins Hauptmenü. Ah. Okay. Und jetzt kann ich hier also. Ja, wow. Das ist natürlich großartig, das Symbol. Also, das ist schon ganz wichtig. Okay, was ist der Spezialkampf? In diesem jeweils nur für begrenzte Zeit verfügbaren Modus kannst du bestimmte Abfolge von Leveln spielen. Es gelten die Regeln der 35-Spielerkämpfe, jedoch werden besondere Bedingungen hinzugefügt, wie zum Beispiel mit 100 Münzen zu beginnen. Ah. I see.
Gut, aber alle sind da, es kann losgehen. Was ich jetzt noch gar nicht so realisiert habe, ist, ob es laggt oder so. Ich habe also, ich konnte eigentlich recht normal spielen. Oha! Keine Ahnung, wo wir jetzt starten. Wenn ich jetzt X drücke, kann ich in Dings... Ach so, ah, das sind... Ah, nein, gib mir das. Ist das... Ah, nein! Ich war auf das Item-Roulette fixiert. Ich weiß nicht, ob das Item-Roulette war da oben. Das war ein Schwachsinn. Ja, wow, nice. Das war auf jeden Fall verdient. Nochmal. Ich glaube, dass da oben ist so eine Art Item-Roulette, aber ich habe es nicht eingesetzt. Ich hätte, glaube ich, X drücken müssen dafür. Ja, war Fail. War Fail. Ich war komplett fixiert auf das Item-Roulette. Falls es das war. Man weiß es nicht so genau. So. Aha. Kommt ganz anderes Level. Okay, ich drücke jetzt mal X und guck, was passiert. Das ist das Item-Roulette. Okay, nice. Oh, das ist... Okay. Das hat 20 Münzen gekostet. Ah, ich wollte ihn eigentlich rüberschicken. Okay, jetzt schicke ich keinen mehr rüber. Das war dumm. Ich könnte also für 20 Münzen mir wieder Hilfe holen. Aber ich kann es auch lassen. Das Level sollte ja gleich durch sein. 2-2 ist noch nicht so lang gewesen. Ja, genau. Kann jetzt alle, hier kann wahrscheinlich auch noch ein Koopa oder sowas mir entgegengeworfen werden. Weiß es gar nicht. Oh nein! Oh Gott! Oh Gott, das ist nicht mein Level. Uah. Vor allem, ich glaube, die haben noch nicht so funktioniert wie... Oh Gott, oh mein Gott! Wie in Dings, dass die so einen Bogen um einen springen, sondern die waren einfach wirklich random, ne? Eieieiei. Ja, ja. Okay. Okay, alles gut, alles gut. We did it. We did it, guys. We did it. Nice. Okay, wenn ich weiter oben dran springe, gibt's mehr Sto. Ach, guck mal, da läuft auch eine Zeit noch ab. Sehe ich jetzt erst. Nein! Oh, ich dachte, ich springe weiter. Schade. Ich dachte, ich springe weiter. Aber wir sind, keine Ahnung, irgendwas um die 10. gewesen. Das sind nicht mehr so viele übrig gewesen jetzt. Was waren? Okay, 12. Warum kriege ich jetzt nicht für Item-Roulette benutzt irgendwas? Ich habe doch das Item-Roulette benutzt. Aber, ach, wahrscheinlich darf ich es nicht im Spezialkampf einsetzen. Gehen wir mal wieder zurück in 35. Sehe ich irgendwo meine täglichen Missionen? Ach, da, R. R? Ach, das da. Im 35-Spieler. Okay, ja, okay, alles klar. Wir sind ja schon dabei. Und jetzt könnte ich... Ah, jetzt kann ich die anderen auswählen und da starten, oder was? Aha. Okay, nee, wir fangen von vorne an. Aber I get it. Das lässt das Ganze schon abwechslungsreicher wirken. Na gut, was kann man bei Tetris auch groß abwechslungsreich machen? Was ich halt schade finde, wir können das jetzt maximal 5 Monate lang spielen. Nee, 6 Monate lang spielen. Bis Ende März geht es. Danach geht es nicht mehr. Warum? Was ist denn am 1. April, dass alles aufhört? Man kann es nur bis dahin spielen, das ist ganz komisch. Ich hätte ganz gern den Pilz, ehrlich gesagt. Und wir wollen einmal das Item-Roulette nutzen. Wait, wie komme ich denn da ran? Ach, erst wenn ich Münzen habe! Oder? Gette ich das richtig? Erst wenn ich Münzen habe, kann ich das Item-Roulette nutzen? Ah, ja, dann muss ich mal Münzen sammeln. Ja, aber ergibt auch Sinn. Jetzt habe ich 18, das heißt eine Münze noch. Zwei. Ah nein, ich habe keine Münzen mehr. Okay. Dann im nächsten Level. Kommt jetzt wieder 1-3 oder? Ah, okay. Das ist komplett random. Und jetzt kann ich das Item-Roulette nutzen. Zack. I see.
Nice, das war der Pau. Okay, na, dann spielen wir es jetzt einfach mal normal. Jetzt setze ich keine Items mehr ein, sondern wir spielen einfach durch. Und gucken, was uns alles so entgegengeworfen wird. Und ich denke mal, wenn die Zeit abgelaufen ist, gewinnt einfach der, der am weitesten gekommen ist. Oder so. Weiß es nicht. Oh, oh Gott. Gibt's eigentlich, kann man hier zum... Oh, man kann, glaube ich, zum Bonus... jetzt natürlich nicht mehr, ne? Da komme ich nicht hoch. Nee, da komme ich nicht rein. Ist egal. Aber das scheint auch möglich zu sein. Okay. Zack. Und es geht direkt weiter mit... Weiß ich nicht. Hä, es ist nochmal 1-1. Ach so, das kann auch doppelt dran kommen. Aua. Das hat mich ja gerade komplett irritiert. Da kommt einfach nochmal 1-1. Das heißt, es geht weder in der Reihenfolge... Okay. Ich dachte halt, man spielt praktisch so lange, bis es durch ist, theoretisch. Aber es geht einfach eine gewisse Zeit und man spielt die Level halt durch. Okay, auch interessant. Zack. Jetzt bin ich wieder 1-3. Ja, okay. Wir warten hier mal ein bisschen. So. Wir müssen ja hier keinen Speedrun hinlegen, glaube ich. Wobei es vielleicht gut ist, je mehr Level man schafft. Ich habe keine Ahnung. Aber, also, steuerungstechnisch ist es wirklich wie SMB. Also das... Ah, ja. Also man macht auch den gleichen Quatsch! Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Ah, aber wir kriegen das Item-Roulette. Okay. Gut. Nice. Neues Symbol. Ich kann jetzt eine Wolke anzeigen. Komm, weil es so schön ist, lassen wir uns jetzt eine Wolke anzeigen. Nice. Bestes Symbol. Okay, ja. Dann spielen wir einfach noch weiter. Und jetzt kann ich also... Okay. Aber wir starten wieder 1-1. Warum nicht? Also so an sich finde ich es ganz interessant. Da oben setze ich mal Konter jetzt. Wobei, auf Zufall könnte man es eigentlich auch lassen, ne? Eigentlich könnte man es... Ich lasse es auf Zufall, das ist besser. So, dann entscheidet das Spiel, was passiert. Kann man eigentlich... Oh, und nice, das gibt's auch. Dann hat man hier sofort die Münzen für ein Item-Roulette zusammen. Ja, nice. Nicht, dass ich das jetzt einsetzen wollen würde, aber... Oh, die Zeit! Kriege ich mehr Zeit, je mehr ich schaffe? Ah! Das, was da bei den Gegnern auftaucht, ist die Zeit. Ach so. Das habe ich noch gar nicht gerafft. Okay, dann sind die Kombos enorm wichtig, weil die Zeit geben. Zack. So kommt die Zeit. Ah, und dann... Sonst würde man sterben, wenn die Zeit durch ist. Okay. Wieder was gelernt. Das war wichtig. Das war sehr wichtig zu verstehen. Oh Gott. Okay, Zeit holen. Nice. Jetzt versuchen wir mal oben rumzugehen. Ah ja. Da kann ich jetzt in 1-1 zurück. Ja, warum nicht, ne? Und deswegen ist auch, wenn man auf die Zielflagge weiter oben... Oh Gott, hi. Wenn man die Zielflagge weiter oben berührt, kriegt man mehr Zeit. Ich verstehe... Ich dachte, das sind irgendwelche anderen Punkte, aber das sind Zeitpunkte. Dass da alles hier zack, 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 zack. Und jetzt haben wir richtig viel Zeit bekommen. Und dann ist natürlich verständlich, wie man hier Stück für Stück ausscheidet. Nämlich einmal, wenn die Zeit vorbei ist oder wenn man halt stirbt. Und wahrscheinlich wird es immer weniger, je länger man spielt, I guess. Ich weiß es nicht. So viele sind jetzt auch schon gar nicht mehr übrig, ne? Also, ich weiß nicht, ob es wie bei Tetris dann so eine Phase gibt, wenn nur noch 10 übrig sind, dass es so absolut mega abgeht. Keine Ahnung. Oh nein. Nicht dieses Level schon wieder.
Aber mit der Blume ist das jetzt ja echt angenehm hier durchzukommen. Das wäre halt als Kleiner wäre das ganz schön gruselig, dieses... Ah, was ist das denn? Na, oh Gott, ich dachte, ich fall runter. Ich habe mich schon fallen sehen. Nice. So, wie viel... Oh, wieder 1-1. Okay, dann nehme ich. 1-1 rennen wir einfach mal schnell durch. Warum nicht? Aber das Ding ist natürlich, wenn ich keine Gegner rüberschicke und so, ne, dann, ist klar, werde ich auch nie meine Feinde besiegen. So, die sammeln ja Zeit, ich sammle Zeit. Also wir müssen ja irgendwann uns erledigen gegenseitig. Weil wenn wir alle nur mehr Zeit haben, spielen wir hier eine halbe Stunde lang. Aber ich denke auch mal, das wird sicherlich immer mehr werden. Ja, guck mal hier. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann bin ich hier gleich raus. Mein Gott! Okay, wir geben dem jetzt hier mal volle Breitseite. Das hat nicht funktioniert. Oh Gott, jetzt kommen hier auch noch die Fische her. Oha! Oha! Ja, der kam unerwartet. Okay. I get it. Achter, ne? Ich glaube, es war Achter. Ne, Neunter. Ich kann nicht zählen. Ist okay. Wow. Ich möchte mal Erster werden. Nochmal. Natürlich nochmal. Aber wir haben aktuell nur die 5 hier zur Verfügung. Und ich habe bisher auch immer, wenn jetzt ich ein Level geschafft habe, nur eins von diesen 5 hier bekommen. Nee, gerade hat man anderes, aber das habe ich nicht geschafft. Ach, und wenn ich es nicht schaffe, kriege ich es hier nicht rein. I see. I see. Okay, es ergibt alles Sinn. Es ergibt alles Sinn. Man schaltet Level frei, indem man sie schafft. Okay. Aber es ist eigentlich egal, welches Level man zum Starten wählt, weil man überall hinkommen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Gut. Was ich noch nicht verstanden habe, ist diese Reihe da unten. Da, wo der Mario jetzt... Oder ist das ein Gegner? Ach, das zeigt an, dass ein Gegner kommt, oder was? Ja, das zeigt an, dass ein Gegner kommt. Ja, lol. Jetzt laufe ich in den Gegner rein. Zack, jetzt kommt der. Okay. Okay, das zeigt so ein bisschen den Gegner an. Ja, ist in Ordnung. Oh, ich muss ja Zeit sammeln. Die haben ja noch gar nicht viel. Am Anfang ist es ja nochmal richtig kritisch mit der Zeit. Wenn man gar nicht... Oh nein, wenn man nicht aufpasst. Okay, gib mir den Stern und dann ab dafür. Go. Mehr Gegner. Mehr Gegner zum Gegner schicken. Yay. Und wir haben 54 Sekunden wieder. Nice. So, wo ist mein Pilz? Hier. Okay, ich möchte wieder oben rumgehen auf jeden Fall, weil ich dann die Wahl habe, wo ich hinkomme. Nice, 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 nice. Ah! Die hätte ich fast nicht gesehen. Die hätte ich fast nicht gesehen, die Shell. Oha. Oha. Oh, das war knapp. Aber nice. Ich weiß nicht, ob hier oben auch Gegner auftauchen können. Aber wir können wieder nach 1-1 oder nach 1-2, wo wir gerade drin waren. Nice Auswahl auf jeden Fall. Batterieleistung interessiert mich überhaupt nicht. Aktuell geht's noch. Oha. Können wir erstmal hier Pilz holen? Danke. Nice. Okay, gehen wir durch die Röhre. Dass wir hier gleich wieder... Nein, das war nicht so gut. Dass wir hier gleich wieder raus... Oh, können jetzt hier auch Gegner auftauchen eigentlich? Müssen ja, ne? Die müssen ja auch auftauchen können, klar. Eieieiei. Vor allem, jetzt kommt hier wieder alles Mögliche runter. Ach so, und so werden die da aufgebaut. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Okay. Brauche aber wieder unbedingt einen Pilz. Man könnte ja notfalls, wenn man nichts hat... Oh mein Gott! Kann man ja hier den Item-Dings einsetzen. Genau, nice. Was ist denn hier unten los? Geht alle weg. Holy moly.
Und dann sehe ich jetzt auch, hier kommt gleich eine Pflanze. Ah, das sind die... Ah, das sind die da unten. Jetzt liegen hier einfach Pflanzen im Weg rum. Was soll das denn? Da ist auch eine... Okay, ja, ich verstehe schon. Und so werden die Level dann natürlich Stück für Stück enorm schwieriger. So, wir gehen wieder außen rum. 1-4. Ich möchte mal einen Bowser besiegen. Beziehungsweise, wir haben ja 1-4 auch noch gar nicht. Jetzt brauche ich sogar den Typen hier. Sonst wäre ich da nie durchgekommen. Das ist ja auch frech. Wenn der jetzt nicht da gewesen wäre, wäre ich da nicht durchgekommen. Außer halt mit Item-Roulette und mir was holen. Das wäre natürlich gegangen. Nein. Okay, Item-Roulette. Gib mir einen Pilz. Ja, oder das. Das nehme ich auch. Bausi. Tschö. Nice. Ein Level mehr im Repertoire. Okay. Also, was mache ich denn? Jetzt kann ich hier wieder durch. Sind jetzt hier Gegner? Nein, hier ist alles still und leise. Das ist schon gut. Hier kann man echt schön dann erstmal farmen. Item Roulette. Ja, okay. Da kann ich jetzt zumindest zu den Gegnern rüberschicken. Hui! Ab dafür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das war die falsche Richtung. Ich wollte es eigentlich nach da schicken. Eieiei. Gib mir das. Okay, nice. Ah, ich wollte das eigentlich nicht so. Uah! Mittendrin Bowser. Das ist nicht gut. Mach dich, wer um Gottes Willen, mach dich, ich renne einfach durch. Oh Gott! Mittendrin Bowser. Ja, ist in Ordnung. Alter. Okay, das kann also auch passieren. Was bedeuten die Münzen in den Bildschirmen? Manche haben 3 Münzen, manche haben 4 Münzen. Was heißt das? Das muss auch irgendeine Bedeutung noch haben. Hinter die ich noch nicht gestiegen bin. Aber ich kriege ja auch keine Erklärung. Oh nice, wir haben jetzt einen Stern als Symbol. Lass mal den Stern als Symbol nehmen. Nice. Level üben. Da kann ich dann wahrscheinlich... Ja, die spielen, die ich halt schon habe. Was ja aber Quatsch ist, weil die normal zu spielen ist ja... Ne? Ist ja logisch, dass das funktioniert. Da hast du ja keine Gegner. Okay, aber so Hilfe, Erklärung gibt es nicht, was das alles ist. Das ist so spieleinfach. Spiel einfach das Spiel. Wozu brauchst du Erklärungen? So. Keiner braucht Erklärungen. Komm, wir starten bei Bowser. Warum nicht? Aber haben wir dann jetzt... Ja, dann haben wir jetzt ja genauso auch erst 30 Sekunden wieder am Anfang. Nun. Das hat funktioniert. Ich dachte, ich kann das Level entscheiden, wo ich da... Hä? Ich habe doch jetzt das Bowser-Level aus. Da habe ich mich verklickt. Ich meine, ist mir egal. Ich spiele auch das hier. Aber ich bin verwirrt. Wo ist mein Bowser-Level? Was sind die Truhen? Wait, was ist die Truhe? Da ist eine Truhe da unten. Jetzt habe ich eine Truhe. Was ist das denn? Ach, sind das die Roulettes, die ich drehen kann? Ist das die Anzeige an Roulettes, die ich drehen kann? Die Truhen? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, was passiert, wenn ich 40 Münzen habe, ob dann bei den Truhen eine 2 auftaucht. Hey, jetzt ist da eine 82. Was ist die Truhe? Jetzt ist da eine 84. Was? Was willst du von mir? Hä? Okay, das ist nicht... Das hat mit mir nichts zu tun. Das ist irgendwas anderes, die Truhe. Oh Gott, die Zeit! Ich hab nicht aufgepasst. Oh, jetzt muss ich aber mich schicken. Oh, jetzt muss ich mich aber richtig schicken, hier Geld zu sammeln. Geld zu sammeln, Zeit zu sammeln. Ich meine, ich brauche nur ein paar Kombos für die Zeit und dann ist das alles in Ordnung. Aber Münzen geben halt keine Kombos. Dafür muss ich Gegner killen.
Bin ja schon dabei. Ist ja okay. Ich bin ja schon dabei. So, zack. Ah, was? Wo kam der denn her? War der schon immer da? Ist einfach ein unsichtbarer Block auf einmal da. Ach, jetzt verstehe ich, was da oben ist. Das ist, welches Ziel ich bekomme, wohin mein Dings geht. Ich kann also sagen, der am wenigsten Zeit hat, wird rausgezündet. Der keine Zeit hat, kriegt die ganzen Gegner jetzt. Und bei Zufall ist es halt einfach Zufall. Das ist aber dann nicht sehr strategisch. Und dann kann ich ansonsten Konter wahrscheinlich machen, anderen, die mir was geschickt haben, was zurückschicken. Oder eben der am meisten Münzen hat scheinbar. Das war jetzt das Wenigste, was ich wollte. Ich wollte eigentlich schon Power-Up eigentlich gerne haben. Ja, nice. Jetzt bin ich erstmal wieder happy. Dann spielen wir jetzt aber gechillt und nicht so. Aber was ich misst, was ich halt nicht verstehe, sind diese Münzen rein bei den anderen, die teilweise haben. Was heißt das? Der neben mir zum Beispiel hat jetzt so eine Vierer-Münze. Der unten links von mir hat so 3 Münzen. Was heißt das? Hä? Ich habe doch noch 82 Zeit. Was willst du von mir? Okay, das ist ganz praktisch hierfür. Aber was ist jetzt? Was will der von mir mit Zeit? Ich habe doch noch ganz viel Zeit. Nice, genau, was ich gebraucht habe. Beziehungsweise eine Blume wäre besser, aber das ist ja auch in Ordnung. Hier jetzt ein Bowser übrigens, der mir entgegengeworfen wird, wäre nicht so cool. Achso, die Zeit verläuft jetzt schneller. Seht ihr das? Wahrscheinlich, weil nur noch wenige... Oh, oh. Ganz wenige übrig sind. Läuft die Zeit jetzt schneller. I get it. Oh, Junge. Wait, bin nur noch ich und ein anderer übrig? Scheiße. Nein, ich brauche Zeit. Nein, ich brauche mehr Zeit. Nein, ich brauche viel mehr Zeit. Nein, ich bin Zweiter. Nee, Dritter, oder? Zweiter, nice. Gesammelte Münzen 3, weil ich alles ausgegeben habe. Ach, nee. Ah, okay. Ah, okay. Ich habe wohl doch ein bisschen mehr gesammelt. Okay, nice. Das wird wieder ein Stufenaufstieg, ja. Jetzt können wir roten Koopa machen. Ich will ja den Stern behalten. Der Stern ist cool. Coin Place, das erste. Stufe 21 ist der. Ein K.O. Ach so, K.O.s gibt's. I see. Okay, einmal machen wir noch. Dann hören wir erstmal auf. Und dann schreibt ihr mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon haben wollt oder ob es zum Zuschauen lang war. Aber wieso konnte ich nicht jetzt hier das auswählen? Wähle einen Level, habe ich gemacht und ging nicht. So, hä? Guck mal, jetzt hier, er sagt 1-4. Und wir starten. Starten wir. In 1-1. Ja, alles klar. Hä? Okay, keine Ahnung, was man da machen soll. Aber ich gehe wieder auf wenigste Zeit, weil das finde ich sehr sinnvoll. Denen, die eh keine Zeit mehr haben, das Zeug zu schicken, das erscheint mir am sinnvollsten. Das ist dann auch nämlich gezielt. Und wenn du selbst recht viel Zeit hast, wenn man also darauf guckt jetzt, dass man viel Zeit hat, kann man nie zum Ziel werden von Leuten, die wenigste Zeit ausgewählt haben. Also ich finde das gerade strategisch, glaube ich, ist das sehr klug, was ich hier mir überlege. I don't know. So, jetzt schicken wir erstmal hier, wer auch immer die wenigste Zeit hat, ganz viel rüber. Have fun. Zack, und wir sammeln erstmal Zeit. Und wir haben gerade gesehen, die Zeit kann plötzlich ganz schnell auch runtergehen, wenn weniger übrig bleiben. Dann geht das zucki zucki. Oh, das war dumm. Das weiß ich auch.
So, gib mir... Nein, gib mir die... Nein, ich will die... Gib mir die Blume, danke. So, gehen wir gleich hier hoch. Nee, Quatsch, wir müssen beim Fahrstuhl müssen wir hoch. Da ist der Fahrstuhl. Da geht's nach oben. 1-3, 1-1, 1-2 haben wir alle schon. Hier wäre wieder 1-1. Ah, nein, da hätte ich jetzt... Power-Up einsammeln gibt ja auch richtig Zeit. Ich glaube, 15 hat es vorhin gegeben, ne? Ja, 15. Das ist schon gut. Also das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ah, Mist! Okay, go, go, go. Und jetzt hätte ich auch wieder fürs Roulette einmal Münzen zusammen. Okay, jetzt spielen wir wieder 1-3. Wozu habe ich jetzt am Anfang das Bowser-Level ausgewählt? So, was hat das gebracht? Und was sind diese Münzen da oben? Das habe ich noch nicht... Ne, die haben alle so Münzen rein und ich... wo bin ich überhaupt? Ich habe so eine Zweier-Münzenreihe. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Oh Gott, das war knapp. Nee, ich habe so eine Halbmünzen rein, habe ich. Keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht, wer die meisten Münzen hat, dass das so eine Rangfolge ist. Das könnte auch sein. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Münzen hält, dass man denjenigen, die am meisten Münzen haben, Zeug schickt. Aber ich halte es für sinnvoller, wie gesagt, die mit weniger Zeit abzuknallen. Ah, neues Level! Nice! Nice! Das müssen wir jetzt schaffen, dann haben wir's. Dann kriegen wir das. In unser Repertoire. Und dann kannst du immer wieder drankommen. Ups. So, jetzt schauen wir, dass wir wieder eine Blume bekommen irgendwo. Weil so fühle ich mich noch nicht sehr sicher. Ich hätte gern wieder eine Blume. Da eine Blume? Ich weiß es nicht. Nein. Da gibt es eine Blume. Nice. Oh ja, das ist dieses Level mit dem Sprungbrett am Ende. Okay. Und wir sind in 1-4. Das, was ich am Anfang ausgewählt habe, ist endlich da. Oh Gott, nein, nein, Hilfe. Kriege ich jetzt trotzdem die Blume? Ah, sehr gut. Gutes Spiel. Braves Spiel. So, bitte kein Bowser in dem Gang. Alles aber kein Bowser. Nimm alles aber kein Bowser. Okay, sehr gut. Das war nicht so gut. Aber wir kommen durch. Was ist eigentlich? Warum sind hier... Waren die im Original auch hier die Blöcke? Ich glaube ja. Yo. Das war's. Oh nein! Und nicht dieses Level. Das ist mein absolutes Hass-Level. Gib mir Power-Up. Nice. Das ist jetzt übelst gut, um andere wegzu... Hier, weißt du schon. Ach, Batterie gibt. Das war super gut, um Zeit zu sammeln. Und auch anzugreifen, ne? Jetzt habe ich aktuell 4 Münzen. Da ist so eine Viererreihe. Wahrscheinlich ist es wirklich die... Ja, das könnte wirklich so eine... Wie viele Münzen man hat. Würde halt passen, weil es sind Münzen. So, was soll es sonst sein? Eine ganz schön lange Runde gerade, ne? Aber bisher ist auch noch nicht. Es sind halt noch, glaube ich, zu viele übrig, dass die Zeit knapp wird. Ich weiß es nicht, wann die Zeit knapp wird. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Wir gehen wieder 1-1. Warte nur drauf, dass in 1-1 mir auch mal ein Bowser entgegenkommt. Oder mehrere. Aber bisher gibt es ja nicht mal das Zeitgeräusch so.
Obwohl doch nur noch 4 Leute übrig sind. Wann gibt's denn jetzt dieses Zeitgeräusch? Was ist denn da? Was muss denn da passieren? Ja, jetzt gibt's das Zeitgeräusch, okay. Ist es dann, wenn noch 5 Leute oder 4 Leute? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind jetzt noch 4 Leute übrig, ne? Ja. Okay, das heißt, ab jetzt geht's bei allen schneller. Oh, neues Level. Nice. Noch ein neues Level ins Repertoire aufnehmen. Sehr gut. Ah, ich habe die Blume nicht eingesammelt. Das war dumm. Gerade jetzt, wo die Zeit natürlich enorm knapp wird. Weg mit euch. Gar keine Gefangenen hier. Ah, das war dumm. Ich hätte mehr Zeit mitnehmen können. Aber hier. Noch ein neues Level. Das ist 3-1. Nice. Ab dafür. Nein. Gleich wieder was holen. Blume. Komm, Blume. Nice. Mist. Scheiße. Hüppa. Okay. Nein. Okay. Ich gehe nochmal ins Roulette. Nein. Da war ich zu. Ach, Mist. Schade. Schade, schade. Aber wir haben die 30 Level. Damit haben wir alle täglichen Aufgaben erfüllt. Nice. Sehr cool. Okay, ich verstehe trotzdem noch nicht, was man mit den Münzen jetzt komplett machen kann, außer am Anfang so ein paar Power-Ups zu sammeln. Weil sonderlich crazy war das jetzt nicht. Okay, aber tägliche Aufgaben alle erfüllt. Sweet. So, was könnte aktuell das beste Symbol sein? Na, wir bleiben beim Stern. Stern ist cool. Ich bleib beim Stern. Machen wir noch ein Spezial? Komm, wir machen noch einen Spezialkampf. Let's go. Ah, okay, es ist wirklich die Anzahl der Münzen, weil alle starten mit 35 und alle haben die gleiche Anzeige. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann haben wir jetzt eigentlich alles geklärt. Sowohl wie mein Gegner... Ja, wir haben innerhalb dieses Videos haben wir sämtliche Sachen kennengelernt, um die es geht. Nice. Hui. Hui. Ah, ich muss wieder wenigstens Zeit einstellen. Hopp. Ah, das ist schon cool. Kann man nichts sagen. Was noch fehlt, was Tetris hat, ist, dass man selbst irgendwie sowas wie eine Lobby oder so erstellen kann. Ne? Also, dass man sagen kann, man könnte jetzt mit Leuten spielen, die man kennt. Ich glaube, das ist bisher einfach komplett Zufall, wo man landet. Bei Tetris kannst du ja mit Passwort und so Lobby erstellen. Ne? Weiß nicht, ob das hier dazu kommt oder nicht. Oh, 1-4. Go. Oh Gott, ich bin mega riskant unterwegs hier. Nice, das war nicht, was ich wollte, aber ist egal. Hui. Guck. Gib mir das. Nice. Ah, da kommt einfach ein Fisch angesprungen, alles klar. Ah! Ups. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht hin. Das war falsch. Okay. Okay. Dann schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, ja. Bisher ganz cool, Version 1.0. Vielleicht kommt ja noch was, dass man dann mit Leuten spielen kann oder so. Aber wie gesagt, das Level hier auswählen hat bisher nicht funktioniert. So, man startet trotzdem in 1.1. Keine Ahnung, was man da tun muss. Ist auch egal. Ich meine, ich starte gerne in 1.1. Habe ich kein Problem mit. Okay. Dann
würde ich sagen, hier schließen wir ab. Kann man hier noch irgendwas gucken bei Optionen, dass da noch irgendwas steht? Softwareinformationen. Aber ich glaube, das ist nur allgemeiner Stuff und nicht, wie das Spiel funktioniert. Nee, ist okay. Danke für die Information. Gut, dann, ja, danke fürs Zuschauen und tschüss.